Hallo und herzlich willkommen hier zur 138. Folge. Heute am Samstag hier von Medieval Engineers auf Maikohazard TV. Mit dabei heute, wie immer, bei mir, dem Ice Dragon, in Anführungsstrichen, zu Gast, der Heiko. Hallo. Ja, und ich habe schon gesagt, dass ich da bin. Also von daher. Ja. So, ihr seht gerade, ich sammle gerade Flachs-Säcke ein. Das heißt, ihr könnt euch erahnen, was ich vorhab. Was denn? Flachs sehen, einfach aus dem Grund, weil es draußen gerade hell ist. Und ich das im Hellen machen wollte. Ja. Machen wir noch so ein paar Säcke. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt brauchen wir mal Zinnen, damit es hier gleich aussieht. Machen wir den Zinn jetzt. Da. Ich habe jetzt offiziell aktuell noch 61 mal Flachs. Oh. Das ist nicht viel. Ich muss uns erstmal einen Acker anlegen, aber meinen Pflug habe ich mir schon in die Hand genommen. Ich habe aktuell keine Stöcke, deswegen ich kann jetzt ein bisschen Acker anlegen, Flachs sehen und dann gehe ich gleich rum und sammle wieder ein bisschen Stöcke ein. Da hinten ist übrigens Heikosburg. Guck mal, es wird langsam, oder? Guck mal, mit den runden Ecktürmen. Sieht man von hier aus, Heiko. Mit dem riesigen Bergfried da hinten, ne? Ja. So langsam gefällt es mir hier. Das ist die Hauptsache. Darauf kommt es ja auch an. In erster Linie muss es dir gefallen. Ja. So, ich weiß gar nicht, kann ich hier zum Beispiel, kann ich auf Steinacker anlegen? Nein. Ich nicht. This soil cannot be plowed. Noch ein bisschen komisch. Steel Hand Plow ist hierzu nicht geeignet. Hier auf diesen schotterartigen, so kiesartigen Boden geht's auch nicht, ne? Also ich muss echt dahin gehen, wo irgendwo Wiese ist. Aber habe ich auch, da wächst Flachs. Gleich mal einsammeln. Zack, so. Aber hier hinten ist ja ein bisschen. Hier hinten ist ja Wiese. Soll ich gleich mal ein paar Kräuter mitnehmen? Ich könnte ja auch eigentlich gleich ein paar Kräuter ansehen. Wenn ich Kräuter schon finde, ja. So, dann machen wir mal hier einen Acker jetzt einfach. Zack. Deswegen, ein Acker muss ja nicht auf ebenen Boden sein. Ist ja egal, wie uneben der Boden dafür ist. Hauptsache, du klaust nicht meinen Flachs, wenn du hierher kommst. Ne, mach ich nicht. Ja, sagt er jetzt. Nee, soll ich nicht machen. Du würdest es bereuen. Nein. Glaub mir, ich teste das sonst, ob ein Tribuchet es schafft, bis zu dir zu schießen. Das wäre schon heftig, jetzt schafft ich das baue dann extra so eine riesen Monsterkonstruktion. Die schafft das denn schon, glaub mir. Weil ich glaube, desto länger der Stab hinten ist und desto mehr Gewicht du hast, desto schneller zieht der dann hoch. Und wenn er lang ist, wenn er sehr lang ist, hat er ja auch wirklich noch viel mehr Schwung drauf. Weil der Weg ja länger ist, den er zurücklegt. Und dadurch auch mehr Geschwindigkeit. Und ich glaube, der hämmert dann richtig rein. Also könnte dann vielleicht sogar die Reichweite, die nötige Reichweite erreichen. Wer weiß. Vor allem jetzt von Burg zu Burg oder was? Naja. Kennst du das Spiel Ballerburg? Nee. Ist ein bisschen älter. Aber ist so auch witzig gemacht, aber ist ganz lustig. Da beschießt man sich auch gegenseitig mit Burgen. Ja. Mit verschiedenen Burgkanonen. Mit Tribuchets, mit Katapulten, mit Ballisten. Bombarden. Ist allerdings schon etwas älter. Aber in 3D schon, keine Angst. Also. Ja, immerhin, ne? Ja, also ohne 3D wäre es, glaube ich, auch nicht so witzig. Ich glaube, es reicht erstmal an Acker hier. Will ja hier kein der eine Baum muss hier definitiv weg, ey. Der reicht zu weit in meine Gebäude rein. Okay. Deswegen, also die Water Mod können wir nicht reinnehmen und ja, und deswegen können wir auch keine Lenkung machen. Naja, ich habe ja schon andere Sachen überlegt, wie man eine Lenkung machen kann, aber. So richtig will das noch nicht funktionieren. Das wäre mit diesen Controllable Drums, wäre das so geil, wäre das so leicht zu machen. Auch wirklich einfach.
Für alle, die das Thema interessiert, ich habe da auch einfach mal jetzt unter die Watermod einen Kommentar drunter gesetzt und mal angefragt, ob es nicht möglich wäre, also darum gebeten, diese Controllable Drums doch einfach mal als separaten Mod zu machen. Wäre doch mal sehr hilfreich auf jeden Fall. Mhm. So, ich achte jetzt nicht so groß auf den Abstand hier. Ich platziere die jetzt einfach irgendwie hier, die Flachsdinger. Jetzt keinen Bock hier groß irgendwo. Na, sonst habe ich ja immer, weißt du, so relativ gerade rein gemacht und einfach irgendwie, die Hauptsache passt. So. Also. Jetzt nicht zu groß die Abstände machen, aber. Ich würde sagen, ungefähr die Hälfte der Mauer, noch nicht ganz, aber fast die Hälfte der Mauer steht. Ist doch gut. Hat noch ein paar Folgen gedauert. Überleg mal, wie lange meins hier alles schon gedauert hat. Ja, gut, aber ich habe zwischendurch auch noch was anderes gemacht, ne? Ja, ich nicht, oder was? Nö. Ich tue nicht währenddessen noch einen Berg wegprügeln oder so. So, mal nach unten laufen. Hier habe ich auch die Tower drin. Ich habe zumindest zweimal Kräuter gesammelt, da kann ich auch gleich Kräuter noch ansehen. So. Also, ich bin jetzt gerade überlegen. Wie breit ist das Tor? Zwei Blöcke, ne? Zwei Blöcke, ja. Genau wie die Zugbrücke und das Fallgitter auch. Es sei denn, du baust eine eigene Zugbrücke mit Seilwinde, dann kannst du natürlich breiter machen. Könnte man reiterisch machen, ja, aber wenn das Fallgitter dann zwei breit ist. Ja, wenn es dahinter nicht weitergeht, ist auch blöd, ja. Ja. Mist, ey, ich krieg die Zugbrücke nicht mittig von meinem Bergfried hin. Ja, weil mein Problem ist, ich könnte natürlich ein Auto bauen, auch eins, wo die eine Achse angetrieben ist, ist überhaupt kein Problem, ne? Mit diesen Steam Engines hier. Ich kann aber nicht lenken. Deswegen, bei einem Zug ist das nicht das Problem, da lenken ja die Schienen im Endeffekt. Ja, beim Zug lenken die Schienen. Aber beim Auto brauche ich halt eine Lenkachse irgendwo. Klar, ließe sich auch so mit den Dingern hier Lenkachse machen, aber das wäre beim Fahren schwierig zu lenken, sagen wir einfach mal so. Ja. Weil ich glaube, man will auch nicht denn hier irgendwie mit diesem Rad, das man für die Seilwinden hat, irgendwie da lenken. Das ist auch dann ein bisschen schwierig und ein bisschen ungenau. Ich pflanze hier einfach irgendwie den Berg hier voll mit Flachs. Ich habe schon lange nichts mehr angepflanzt. Nachdem ich umgezogen bin, hier habe ich hier oben auch nichts angepflanzt, Heiko. Ja. Überleg mal, wie lange ich schon hier oben bin auf dem Berg jetzt. Keine Ahnung. Also. Lange. Ja, sehr lange. Fast anscheinend das Feld, ey. Naja, ich habe ja erstmal unten gebaut gehabt. Ja, hat sei ja deine. Aber seitdem ich umgezogen bin, wie gesagt, habe ich hier oben noch nichts angebaut. Mache ich zum ersten Mal, jetzt, dass ich hier oben was setze. Habe ich echt so viel Flachs gemacht? Also ich habe immer hier ein Lagerhaus stehen, die Hälfte meiner Mauer. Ja, tja. Zwei Türme und ein Bergfried. Deswegen ist er immer noch nicht leer. Ich dachte, das wird halt schon mal leer hier, der Flachs, aber ich habe doch anscheinend recht viele Säcke gemacht, aber kann ja nicht schaden. Ja. Heiko, wir sind wieder im Flachsvorrat, falls Heiko wieder Flachs braucht. Genau. Ja, ja. Ich baue ihn an und du kommst ihn abholen, wa? Jo. Da am Liegen, wie ich jetzt den weiterbaue, weil ich muss gerade irgendwie so ein bisschen abstecken, wo das Torhaus jetzt hinkommt. Dafür muss ich noch irgendwie zwei, drei Bäume fällen. Also falls du hier Holz brauchst, ne? Ich bräuchte eher Stöcke. Baumfeld. Also aktuell ist eher Stöckebedarf bei mir. Ja, war es nicht mal irgendwann im Spiel, war es mal so, als er noch irgendwie was gerufen hat, als man einen Baum gefällt hat oder nicht? Ich weiß gar nicht, war das hier? Mein schon. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir noch ein paar. Aber der Acker war immer größer gemacht, als ich Flachs hatte zum Ansehen. Aber ich habe eine betrachtliche Menge angesät, auf jeden Fall, Heiko. Okay. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kräuter ansehen. Einen Sack zwar nur, aber besser als nichts. Einen Sack noch mit Kräutern. Der nächste Baumfeld. Dann kann ich nämlich auch noch anderes Essen machen. Weil Kräuter oder Pilze sind jeweils dasselbe bei den meisten Rezepten. Und
Pilze kannst du zwar nicht anpflanzen, Kräuter aber schon. Und deswegen Kräuter. Okay. So. So, eine Ladung Kräuter und ansonsten ganz viel Flachs. So, jetzt brauche ich allerdings Stöcke. Attacke! So. Oh, Beeren. Hm. Sammeln wir auch gleich ein. Nein, die Wurzeln brauche ich nicht von den Beeren. Ich habe genug Wurzeln. Ich brauche nur die Beeren. Sieht mal. So. Die ganzen Bäume hier. So, warte mal, dieses, was danach noch kommt, das ist auch noch Stöcke, ne? Ja. Und dann kommt ja erst die Wurzel. So. Hm? Was auch noch Beere? Nee. Ah, aus Versehen eine Wurzel mit eingesammelt, verdammt. Ja, ist doch egal. Eine Wurzel. Hallo, weißt du, wie viele Wurzeln ich habe? Ja. Zu viele. Lass die ganzen Wurzeln jetzt schon stehen hier. Ich hoffe, die verschwinden dann auch wieder irgendwann. Nächsten Baum fällen. Ich kann jetzt gerade mal einen Block platzieren, denn dann muss ich wieder zwei Bäume fällen. Hm. Sehr blöd. Wird mich ja ankotzen. Ja. Und mich würde das mit einem Berg da hinten auch ankotzen, würde ich sagen. Wieso? Da würde ich das nicht eher machen, als den ganzen Stein dahin wegzukommen. Na gut, aber das mache ich ja freiwillig. Ja. Ich habe mich ja dazu entschieden, hier oben eine Burg zu bauen. Und ich wusste schon, dass ich da viel wegschlagen muss. Das war mir schon von vornherein klar. Mhm. Allerdings hätte ich jetzt nicht mit so viel gerechnet, beziehungsweise nicht mit, dass es so lange dauert, damit gerechnet, aber ist jetzt halt so. Muss ich durch. Ja. Jetzt habe ich sie hier oben angefangen, jetzt muss ich sie oben fertig machen. Ich muss ja wenigstens in einem Spiel auch mal ein Projekt fertig machen. Ja, stimmt. Also ein Großprojekt fertig machen. Mhm. Wäre schön gewesen, wenn in Space fertig geworden wäre. Ja. Wer weiß, vielleicht fangen wir nochmal an. Mal gucken. Meins machen weiter. Ja. Ja, ja. Ist nicht zumindest nicht aus der Welt auf jeden Fall. Mhm. So. Gut. Baum ist jetzt komplett weg. So, wie viele Stöcke habe ich denn jetzt? 100, 146. Ich hätte noch ein paar mehr. Die sind halt immer so schnell weg, weißt du? Ja. Weil du für jeden Block wenigstens einen Stock brauchst. Oh, Kräuter. Kann ich mal einsammeln. Wenn ich nochmal Kräuter finde, kann ich nämlich dann nochmal oben Kräuter ansehen. Drei. Gut, da kommt jetzt hier das Tor hin quasi. Den Bären wieder. Ein toter Busch. Hier ist Flachs. Einmal Flachs mitnehmen. Ich kann mal kurz planen. Oh, da ist ein Kohlkopf. Wie ich das jetzt mache, wenn ich da jetzt zwei Blöcke weg habe, baue ich da einen Turm hin, da ist ein Block, kommt das Tor, baue ich noch einen Block, kommt ein Turm wieder. Ja. Doch, passt wohl. Wir werden dann natürlich demnächst auch mal wieder einen Besuch bei Heiko abstatten. Dass ihr immer wieder sehen könnt, was Heiko so macht. Ja. Wäre natürlich jetzt gerade perfekt, weil jetzt gerade hell ist, aber. Jetzt ist für mich gerade ungünstig. Oh, einmal Pilze. Mhm. Ich hab Pilze gefunden. Ich bin gerade überlegen, wie ich das am besten Übergang mache von der normalen Mauer in den Turm rein. Weil ich möchte einen großen Turm hinsetzen. Mhm. Den großen Runden, oder was? Ja. Ja, der wird schwierig, der Übergang da von der Mauer da rein. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist nicht so ein bisschen komplizierter. Mal gucken, ich werde einfach anfangen, gucken, wie ich mache. So, ich glaube, ich habe langsam jetzt echt genug Unterholz hier weggenommen. So langsam. Große runde Wand. Nochmal Pilze. Ich brauche am Anfang erstmal nur die große runde Ecke. Ne, ich brauche die große runde Wand oder Ecke jetzt. Wo muss ich anfangen? Ich fange einfach mit der Wand an, weil dann kann ich in den Turm wenigstens auch reingehen. Okay. Hm. Brauche ich aber für. Habe ich vielleicht den Übergang denn jetzt? So, ich hoffe, die Büsche wachsen schnell nach, weil, wie ich mich kenne, werden die Stöcker ganz schnell weg sein. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt in nächster Nähe erstmal keinen Busch mehr, Heiko. Okay. Ich habe gerade so niedergemetzelt hier. Also die ganzen größeren vor allem. Die kleinen habe ich größtenteils stehen lassen, die waren die ganzen großen. Ich hoffe jetzt, dass das funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Das weiß ich nicht.
Ah, die wollen mit dem Block. Und wo habe ich noch mit die runde Wand da? Vor der Kahlschlag hier mit Büschen, Heiko. So, wie viele Stöcke haben wir denn jetzt? 100, 200, 300, 325 sollte erstmal reichen, oder? Ja, vielleicht. So, ein bisschen, so für 3 Minuten oder so. Jetzt nochmal. Jetzt noch einmal Kräuter finden würde, könnte ich nochmal Kräuter anpflanzen. Ich platziere erstmal kurz die Rundung, wie das denn aussehen würde, wenn ich die Rundung dran habe. Alter Vater, ich muss viel mehr Platz lassen. Ich habe jetzt schon 2 Blöcke weg. Ich muss 2 Blöcke mehr wegmachen. Okay. So, wächst hier irgendwo noch Kräuter? Zufällig? In der Nähe? Kräuter ja, finde ich geil. Kräuter finde ich gerade keine. In der direkten Nähe. Ach doch, hier. Sehr gut. Der Baum ist mir jetzt mitten auf mein Haus gefallen, ey. Ah, kaputt gegangen? Ja, ein Dach. Warte, ist weg. Naja, gut, geht ja noch. Ja, ein Dach. Könnte, hätte ja schlimmer sein noch können. Ja. Muss ich einmal holen und reparieren jetzt, ey. Jo. So, ich habe noch ein paar Kräuter gefunden, also ich kann noch mehr Kräuter anpflanzen. Ja! So. Kann ich nämlich noch 2x Säcke herstellen. Oh, 3x sogar kann ich Säcke herstellen. Sind wir alle drin, ey, alle Baumaterialien, die ich brauche. So, nochmal 3 Säcke mit Kräutern. Was ist wieder repariert? Was da was kaputt gegangen ist. Pflanzen wir noch ein paar Kräuter. Wo habe ich 5 Blöcke Abstand vom anderen Turm? Okay. Heißt, ich komme hier an, platziere die Wand. So, dann haben wir jetzt hier groß Kräuter und Flachs angesät. Weizen brauche ich ja noch nicht wieder. Und Mehl kommt ja da auch so viel raus, ey, wenn du das meinst. Hier wird so ein kleiner Schlitz entstehen, was ich eigentlich nicht ganz so geil finde. So. Lass die halt kaum schöne ändern. Fläche mit Kräuter und eine schöne Fläche mit Flachs. Stöcke haben wir auch wieder. Heißt, wir können weiterbauen. Juhu! Und hopp, so. So, einmal ins Torhaus rein und los geht's. So, da sind wir auch schon wieder. So, ich brauche allerdings meine Blöcke wieder, warum ich auch immer die alle rausgenommen habe, die Blöcke. Ich hatte genau 350 Blöcke gesammelt, Stöcke gesammelt, Heiko. Ist doch mal eine Zahl, wa? Ja. Ja. So, da hinten kommt dann noch ein Fenster hin. Da komme ich aber gerade nicht hin. Also nicht so richtig. Warte mal. Muss ich von unten bauen. So, innen ist einfach nur eine Wand. Und außen ist dann ein Fenster. Er stinkt normaler Fenster. So, inventarvoll, das gibt es noch nicht. Ein Fenster, eine gerade Wand. Mein Inventar ist voll. Jo. Da kann ich auch nichts für. Ja doch. Nee. Ich muss den Baum abnehmen.
Ja, dann nimm du mir Stein ab. So. Dann haben wir schon die zweite Ebene von der Hälfte. Also fast fertig. Hier drüben kriege ich allerdings die Bögen nicht hin, weil da... warte mal, da müsste ich... Da nochmal die... Wenn, dann wollen wir schon eine richtige Hälfte haben, oder? Also müssen wir hier mal noch ein bisschen Platz schaffen. Bevor wir von der Treppe wieder runterfallen, nehmen wir die mal weg. So, stellen wir hier noch mal hin. Zum weiter hämmern. Wieder Fels wegnehmen, Heiko. Weil sonst nichts zu tun müsste. Ja. Oh, der muss halt weg. So. Jetzt brauche ich die Bögen nochmal. Bögen. So. Und so. Oh, ich habe zu wenig kleine Steine im Inventar. Ich habe zu wenig Steine im Inventar, Rico. Wow. Das mal vorkommt, ey. Ja, ne? Also, aber nur kleine. Also, große habe ich noch genug im Inventar. Also. Hat nur keine kleinen mehr im Inventar. Können wir gleich umlagern. Kleine aus dem Lager raus, große wieder rein. Ja. So, das haben wir hier fertig bauen eben kurz. Deswegen, mein Problem ist jetzt, dass ich natürlich bahntechnisch nichts bauen kann. Einfach weil ich ja. Macht ja auch nicht viel Sinn, weil ich den Bahnhof noch nicht bauen kann, den unterirdischen. Ich habe 20 Bären gesammelt, Heiko. Zweimal Pilze. Und ein paar Wurzeln. Jetzt kann ich wenigstens Hotchpotch wieder machen. Zweimal Hotchpotch, bitte. So. Hier ein bisschen aufräumen, ey. Ja, mein Inventar sieht auch schrecklich aus gerade. So. Okay. Nochmal kontrollieren, aber ich glaube, die zweite Ebene, Heiko, ach so, ich hatte ja zu wenig kleine Steine, aber jetzt hat sich ja gerade geändert. Dann ist die Hälfte der zweiten Ebene, dann jetzt auch fast fertig. Okay. Da hatte ich eine Wand einfach stehen. Ne? Ja. Da muss noch eine Wand hin. So. So. Hat übrigens alles Gründe, Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, warum es so komisch aussieht. Hat alles Gründe. Und, ist auch schon wieder zu Ende die Folge. Wir sind schon lange. Wir machen schon wieder 24 Minuten, Heiko. Gut, deswegen sehen wir uns morgen ganz schnell zur nächsten Folge wieder. Wir verabschieden uns und sagen uns ganz schnell ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.